Hey und damit herzlich willkommen zurück zu Ein Leben und ein Tod. Wenn wir sterben, ist das Spiel vorbei. Das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Das ist gar nicht so einfach durchzuziehen. Also, was brauchen wir hier? Ich brauche erstmal Platz. Ich würde die einmal verkaufen, weil das eine Ding brauche ich nicht. Und den Samen Hopfen brauche ich auch nicht. Sodass ich jetzt ein bisschen Platz habe. Wir können den Armor nehmen, aber das ist unverhältnismäßig. Ich würde die Antibiotika, das Schießpulver oder die Magnum nehmen. Ich würde die Antibiotika. Gib mir die Antibiotika. Hilft immer. Also, was haben wir? Wir haben 10.000 Coins. Ich würde mal tatsächlich ein bisschen einkaufen gehen wollen. Tatsächlich Sachen, die wir vielleicht brauchen könnten. Armort könnten wir auf jeden Fall holen zweimal. Das wäre ja auch kein Verlust. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Dann können wir das einmal lernen. So. Dann könnte man diese Reparaturkits natürlich kaufen, aber die sind viel zu teuer. Ich meine, wir haben zwei, können wir zu Hause welche herstellen. Dann haben wir Motoren, Dietriche. Guck mal hier. Kosten 8 Stück. 8 Stück für 2200. Den haben sie doch ins Gehirn. Ich sag's nicht. So, der Stahlspeer Stufe 4 kostet 4800. Wir haben Stufe 1. Das heißt, das Geld würde ich ausgeben wollen, um diesen zu holen. Theoretisch könnten wir den auch selber bauen bald, ne? Also wir haben ja, wenn ich jetzt mal Stahl, Speer, können wir jetzt schon Stufe 3 bauen. Das heißt, den würde ich herstellen, würde ich nicht kaufen. Dann kümmern wir uns lieber in Stufe 3 oder warten jetzt nochmal eine Runde, bis wir Stufe 4 haben. Das sollte hingehen. Eine Pumpgun wäre geil. Die Magnum wäre auch geil. Würde ich aber auch nicht holen, sondern tatsächlich diesen Schmelztiegel sparen. Wisst ihr warum? Weil dann können wir Stahl schmieden. Haben wir noch Geld im Wagen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube nicht. Haben wir Geld zu Hause? Ich glaube ja. So, können auch hier sonst nichts weiter verkaufen, würde ich sagen. Das heißt, lohnt sich nicht. Gut. So, Quest. Auch noch eine Quest. Wir wollen ja nochmal losdüsen. Tag 20 heißt. Ich glaube, wir gehen Hordennacht, gehen wir 21. Alle 3 Tage. Gib mal die Quest. War was hier in der Nähe ist. Ich würde gerne Befallene machen, aber eben hier in der Nähe. Das gibt es aber nicht. Wir wären wieder 1, im Norden, das heißt wieder in der anderen Stadt. Können wir machen, aber das sind wir weit weg. Was wir auch machen können, wäre eine Nachtquest. Oder eine vorige Stufe. Befallene. Ist im Prinzip egal. Es ist aber hier in der Nähe. Dann nehmen wir die. Sparks Place. Palast nach Hause. Dann tun wir das alles weg. Und dann machen wir eine Stufe 2. Befallene. Was ja auch Munition gibt. Also Munition haben wir eh genug, glaube ich, aber hier gibt es nicht so viele Stufe 3 Gebäude. Deswegen sind die alle im Norden, in dieser kleinen Stadt da hinten. Aber ich möchte hier eigentlich nicht so viel jetzt umziehen oder in ein anderes Gebiet gehen. Lieber eine neue Queststufe erreichen und dann tatsächlich das Gebiet an sich wechseln und dort eine neue Hordenbase bauen. Also ich wäre fürs Verbrannte. Oder für die Wüste. Und da die Wüste jetzt als nächstes dran kommt, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, die Wüste zu wählen. Heißt, wir werden dann hier erstmal die Zelte abbrechen, dann da drüben hingehen und dann dort die entsprechende hier einmal hin. Dort die entsprechende Hordenbase wieder aufbauen. Da müssen wir jetzt ein bisschen Platz machen. Munition haben wir echt eine Menge. Also vor allem die hier. Alter Falter. Genau. Also das wäre so das Ziel meiner Meinung nach. Dass wir da ordentlich vorankommen.
Und unser Ziel, in die Wüste zu gehen und dort die Hordenbase aufzubauen, tatsächlich relativ schnell erreichen. Das heißt, wir müssen questen, 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 questen. Und genau, das wollen wir machen. Ich würde kurz pausieren. Ich muss mal einen ganz kurzen Break machen und bin gleich wieder da. Ja? Und da sind wir wieder. Also, wir gehen schnell zu der Quest. Halt. Ich muss hier noch ausräumen. Das ist nämlich auch alles voll hier. Das wollen wir natürlich nicht mitschleppen. So. Einfach mal raus. Das alles noch rein. Und dann die Mods oben. Ach, die Mods waren hier hinten. So, da passt auch nicht mehr rein. Okay, alles klar. Hier nur eine Zwischenlösung, ne? Das ist tatsächlich nur eine Zwischenlösung. Das ganze, die ganze Base hier am Anfang ist tatsächlich nur eine Zwischenlösung. Deswegen baue ich da auch nicht sehr viel mehr aus. Ich werde auch jetzt die Hordenbase in der nächsten Horde nicht ausbauen. Tag 21 kommt ja die nächste Horde. Und werde dann tatsächlich die Kraft und die Ausdauer und die Materialien dafür sparen, in dem neuen Gebiet direkt loszulegen und dort eine Hordenbase aufzubauen, die genauso ähnlich aufgebaut ist. Nur dann halt nochmal ein bisschen anders. Und zwar mit zwei Treppen, rechts und links und so. Und tatsächlich so einen engen Gang, wo man nicht sieht. So, hier haben wir jetzt hier eine Quest. Geil. Haben wir gleich mal der Bogenschießer für Ranger. Haben hier nochmal ein bisschen geil. Gehen direkt hier hoch. Ich würde sagen, wir machen gar nicht so groß rum. Wir. Ja. Ich würde sagen, wir machen gar nicht so groß rum. Sondern direkt rein da. So. Oder das Gas. So. Auf jeden Fall gibt es hier ordentlich wieder Loot. Auch wenn es nur ein Stufe 1 Gebäude ist. Weil die Stage, die Loot Stage ist ja trotzdem bei 144. War weniger Loot, aber vom Niveau her sehr gut. Kopf. So. Also, dass der Kopf gestorben ist, finde ich gut. Und dass er doppelt tot ist, ne? Ein bisschen Plastik hier. Dass da einer drin war, war tatsächlich auch klar. Wo hier den Raum betrete. Geht's weiter. Da gleich einer runtergefallen, oder? Nee. Du, okay. Mal nach.
Jetzt. Okay. Das war gut. Oh, hier sind noch Bücher, guck mal. Forge Ahead und Handyland, also Bauarbeiten. So. Ich wusste doch, dass hier sehr viel kommen wird, aber es war... War okay. Also, dadurch, dass wir echt viel Damage mit unserem Ding haben, echt gut. Mit unserem Gewehr. Unserem Repariergewehr. Können wir zerlegen, das können wir nehmen. Und hier haben wir nochmal ein wenig. So, und dann kommen wir hier auch runter. Genau. Das sind wir schon durch. So. Das sind wir schon durch. Oh, eine Wanderhorde. Ach Gott. Gut. Nur eine kleine Wanderhorde an. XP, XP, XP. Und wir haben tatsächlich einen Skillpunkt, glaube ich. So. Scharfschütze. Also, okay, fahren wir direkt zum Händler zurück, machen die Quest null und nichtig. Läuft. Siebzehn Uhr 17. Mit der Spritsparermod bleibe ich halt die ganze Zeit auf Gas, ne? Das ist schon cool. Kein Ausdauerverlust. Kein Ausdauerverlust heißt aber auch weniger Nahrung essen. Sehr gut. So, Eier und Speck. Und Bogenschießen Ranger, das nehmen wir auf jeden Fall. Wenn wir den Stromzufluss wiederherstellen, Nachtaufgabe, 22 Uhr. Und das lernen wir. Und jetzt verkaufen wir noch was, wir haben hier noch was verkaufen. You got money this time. A sale is a sale, even if it is to a scumbag like you. Fahren kurz nach Hause, holen uns zwar ein paar Dietriche. Müssen wir mal ein paar Dietriche bauen.
Also Dietriche ist auf jeden Fall mechanische Teile und einfach nur geschmiedetes Eisen. Haben wir auf jeden Fall da. Guck mal, 20, ne? So. Bräuchte ich bitte mal Klebeband und Eisen. Und das Bauen Dinger hier brauche ich nicht. Und jetzt ehrlich gesagt brauche ich den Bogen eigentlich auch nicht. Habe ich einen Platz mehr gewonnen. Okay. So, ich würde sagen, wir fahren dann mal rüber und ihr seht gleich, was uns da erwartet in der Nachtquest. 22 Uhr können wir rein und ich würde sagen, lasst uns viel Spaß haben. Bis gleich. So, im Shotgard-Messias-Gebäude ist die Stromausfall-Quest. Und in diesem, nicht weit von hier, gibt es auch den... die Stufe 3 Befallene. Beides macht also Bock. Und würde sagen, wir legen direkt los. Ne, können wir noch nicht. So, 22 Uhr. Das heißt, wir können noch ein bisschen... Hinweise. Lohnt sich das dann, die andere Quest zu machen? Wenn wir da schnell durchziehen? Ich glaube, ja. Da müssen wir halt mal durchziehen mit Waffengewalt. Immer. Bis 1 Uhr können wir die ja machen. Die ist da. Aber die hat zuerst. Wir haben jetzt erst 19.33 Uhr. Wenn ich da schnell durchgehe, geht das. So. Gut, das nehmen wir mit. Gesehen, ne? Wenn man so schnell durchgeht. Thank you.
Boah. Was und das zerlege ich, das nehme ich. Okay, komm hier runter. Okay. Mal looten gehen hier. Gucken, ob ich den aufkriege. Zwei Versuche mache ich. Da ist eh nur Quatsch drin. Boah, das ging ja schnell mit der befallenen Stufe 3, muss man sagen. Wir sind auf jeden Fall ausgestattet für eine höhere Stufe. Stufe 4 wäre auf jeden Fall, also Stufe 3 Quest, ne? Stufe 4 befallene wäre auf jeden Fall möglich. Komm jetzt. Gib's mir. Wenn jetzt nochmal abbricht, lass ich. Bin zu blöd. So. Bin neugierig. Jetzt geht's. Eine Stufe 3 Pistole. Den nehme ich auf jeden Fall. Zerlege ich. Ändern. Kann man das schon mal reintun und das reintun. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Das. Und raus. So, einmal hier reingucken. So, also. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, da nochmal reinzugehen schnell. Am nächsten Morgen ist die Horde da. So, wir nehmen auf jeden Fall mal die Farbe Schwarz. Und sind direkt in der nächsten Quest. Sehr gut. So, dann lass uns dann schnell durchgehen, würde ich sagen.
Bedingungen können wir kaputt machen. Gibt Stahl. Stahl ist wichtig. Für den Speer. Die sind halt sehr lukrativ. So, okay. Ist doch bestimmt ein Hund. Auch ein Automat nehmen wir auch mit. Er gibt keinen Stahl. Doch da. Loot. Wir machen ordentlich Damage, muss ich sagen. Wenn ich jetzt das Ding anmache, also das erste Mal verkacke ich eh, normal, dass man quasi einmal abbricht. Ich wusste doch, die kommen irgendwo her. Okay. Thank you.
Die Munition verballern sollten wir schon. So. Kriegen nämlich gleich mehr als genug. Wird die dann verkaufen? Der gibt es 244, 231 wegen zwei Mods drin. So, der hier, Modifikation Nahkampfwerkzeuge und Bögen verringert die Abnutzung. Haben wir schon. Geht nicht. Kann man nur verkaufen oder zerlegen, ich zerleg's. Dann hier, Rezept, erste Hilfe. Ansonsten... Ab in den Keller. Hoch. Gut gemacht, Lars. Gut gemacht. Mein Mann hier. Mein Mann. Uiuiui. Ui, ui. Okay, einmal Bow. Das kann man zerlegen. Das bringt nichts. Dann einmal Vehikel, einmal Tesh, einmal Electric. So, wir haben einmal Rifle. Wir haben auf jeden Fall ein besseres Messer gefunden. Ich werde das mal kurz hier reintun. Dann das da und das so. Verändern. Zack, zack, zack. Verändern. Zack, zack, zack. So. Das ist nichts wert. Weg damit. So, so, so. Muss wahrscheinlich ganz kurz so ein Motorrad. Birnen essen wir einfach. Erbsen nicht essen, tatsächlich, weil die Erbsen braucht ihr. So. Mal hier. So. Lege ich. Gucken wir mal, ob wir gleich Glück haben. Der Safe ist auf jeden Fall offen. Da war schon jemand dran.
Langsam erhöhen wir unsere Kampfkraft. Immer und immer ein Stückchen mehr. Wir haben übrigens noch einen Skillpunkt. Sollten wir gleich nochmal, bevor wir zum Händler gehen. Jo. So. Schauen wir mal, ob wir die Kiste aufkriegen. Natürlich nicht. Probieren uns mal von der Seite. Manchmal ein bisschen bewegen, nicht immer gleich sofort wieder draufdrücken. Ich glaube, das Spiel hat ein Thema damit. Einen haben wir noch. Gut, müssen wir aufschlagen. Ach je. Ich würde sagen, wir sind gleich wieder da, ne? Bis gleich. So, ich habe ein Reagenzglas gefunden und ein bisschen Munition und hier diesen Verband. Nochmal so eine Mod, aber auch dieses Geschütz. Eigentlich ganz cool. Müssen wir mal kurz gucken. Müssen wir mitnehmen. So. Wir haben noch einen Skillpunkt. Zwei Skillpunkte, Entschuldigung. Wagemutiger Verhandler. Und wir brauchen nochmal einen Skillpunkt hier rein. Und dann brauchen wir noch einen anderen Skillpunkt. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Wir wollen nochmal Tüftler machen für allen Kills. Tüftler, mehr Kills, mehr XP durchfallen. Und damit kriegen wir auf jeden Fall eine Menge. So. Okay, dann fahren wir einmal zum Händler. Bei denen da. Polizeiauto könnte man natürlich looten, theoretisch. Aber das würde sehr viel Lärm verursachen. Und das möchte ich gerade echt nicht. So. Okay. Luden, luden, luden und wir gehen zum Händler. Immer einfach mit. Alles schon gelootet. So. Auch das Auto. Ja. Wow. Aber ein Messbecher haben wir. Sehr gut. Oh, hier leckt's. Tag 21. Die Horde kommt. Hey, du wackt. Du alter Knochen. Lass mich mal was verkaufen, beziehungsweise eine Belohnung holen.
So, wir kriegen 200 Bonus. Wir nehmen das. So, jetzt haben wir 13.100. Und wir können bei dem anderen Händler, da müssen wir eh zurück, jetzt diesen Schmiede-Ding da bauen, kaufen. So, das nehmen wir nicht mit, das nehmen wir nicht mit, das nehmen wir auch nicht mit, das nehmen wir nicht mit, das nehmen wir nicht mit. Die Bögen-Dinger nehmen wir auch nicht mit, die Stahlknüppel nehmen wir auch nicht mit, Schlagringe nehmen wir auch nicht mit, Stockshaber nehmen wir auch nicht mit. So, das heißt... haben gut Geld. Gut, das nehmen wir auch nicht mit. Dann würde ich sagen, wir holen uns mal das, ein Glas Honig und eine Suppe. Hast du noch was zu essen? Natürlich nicht, du alter Knochen. Halt. Ja, ja. Aufgaben. Wir holen uns mal noch eine beseitigte Zombie-Feinde. Aber die werden wir jetzt nicht schaffen, glaube ich. Also wir machen schnell. Eigentlich können wir sie machen. Theoretisch. Machen wir es einfach. So, wir tun mal hier alles rein, was wir jetzt nicht brauchen. Ja, Bier hätten wir noch verkaufen können, oder? Hat ein bisschen weh, muss man sagen. Na la, weil wir Speer. Wir haben eine Zigarre gefunden. Das heißt, man könnte hier noch Stärke reinmachen. Plus andere Mods. Also wir könnten dann nochmal schauen, wegen Rüstung, dass wir da nochmal eine Stufe 5 oder 6 Rüstung hinkriegen. Ich glaube, wir sind bald durch mit unseren... So. Küche, sehr gut. Einmal rausgehen können wir auch.
Bei Bullen, ey. So. Oh, ein Gips. Brauchen wir vielleicht. Der ekelhaft. So, einmal hoch. Gut, dass er mir nicht in den Rücken gefallen ist, der Typ. So. Komm. Kunst des Bergbaus, Band 6. Armut, da haben wir jetzt 97 von 100, also nur noch 3, dann können wir uns die Stufe 6er bauen. Das würde ich schon warten wollen, dass wir die Stufe 6er bauen können, bevor wir die neuen Rüstungen bauen. Bei Stufe 5 lohnt sich jetzt nicht. So, hier haben wir nochmal Medizin. Hier haben wir noch ein bisschen Muni. Dann sind wir durch, ne? Jo. Unten haben wir auf jeden Fall noch einen Zombie. Also richtig stark die Waffe mit der Skillung. Okay. Das war schnell. Das war richtig schnell, Leute. Ein bisschen wehgetan hat's, aber es ging gut. Dafür, dass es gleich nebenan war. Super geile Sache. So, Ödland-Schatznehmer. Wir wollen ja die Companions zusammenkriegen. So. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. So, gibt's mal noch eine Quest? Ja. Machen wir jetzt aber nicht, weil jetzt kommt gleich die Horde. Wir fahren jetzt nach Hause. Und ich danke fürs Zuschauen. Wir sind schon bei 15 Minuten. Also Dankeschön. Bis dann.